Ja, Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren, vielen Dank für die einleitenden Worte. Stadtentwicklung ist Arbeit, nicht nur für uns als Büro, sondern für alle, die mitmachen, für Verwaltung und für die Bürgerinnen und Bürger, die heute hier sind. Das wollen wir Ihnen gleich mit dem Themenmarkt erleichtern, aber auch ein bisschen zeigen, wie sich dieser Prozess in Zukunft auch gestalten wird. Vorab, ich sehe, Herr Borgs macht gerade Fotos von mir, ist völlig okay. Bagley aus meinem Team macht auch Fotos. Wenn Sie nicht auf diesen Fotos vorkommen möchten, wir werden Sie für die Dokumentation dieses Prozesses irgendwann mal nutzen und mal zeigen, nein, wir haben eine Auftaktveranstaltung gemacht, da waren noch Leute da, das können wir zeigen. Dann sprechen Sie bitte direkt den Herrn Bagley an, dass Sie nicht erscheinen möchten. Wir haben ansonsten kein Facebook oder Twitter. Aber Sie wissen, es kann immer mal passieren, dass es vielleicht auf der einen oder anderen Veranstaltung meiner Präsentation vorkommt. Also Sie haben hier die Gelegenheit, das dem Herrn Bagley zu sagen, wenn Sie hier nicht auf einem Foto dokumentiert werden möchten. Das vorab. Bevor ich einsteige, einmal nochmal, was haben wir vor? Wir möchten heute mit Ihnen in die Diskussion gehen. Wir werden heute noch keine ersten Analyseansätze zeigen, weil wir sind wirklich ganz am Anfang und uns ist es als Büro immer wichtig, wenn wir Stadtentwicklungsprozesse machen, dass wir auch von Anfang an zuhören und fragen, was sind eigentlich die Themen, die bewegen, um dann über unsere fachliche Arbeit und auch unsere Aufgabe, hier Punkte zu setzen, Schwerpunkte zu setzen, dann auch mit den Behörden und mit den Interessen und Anregungen, die dort entstehen, aus Verwaltung, Politik und insbesondere Bürgerschaft, auch umzugehen. Wir werden nach der Einführung, die ich Ihnen gleich zum Prozess geben werde, mit dann einfach mal einleitenden Worten zu den Themen, damit Sie auch so ein bisschen zum Einstieg in die Fragestellung der Themenstände bekommen, werden wir dann auch sofort diese Plenarsitzung verlassen und dann in den Themenmarkt einsteigen, um da auch wirklich lange Zeit zu haben, alle Ihre Anregungen und Hinweise aufnehmen zu können. Kurz, zwei Folien zu meinem Büro, Schuldenstadt und Raumentwicklung mit dem Hauptstandort in Dortmund. Ich habe derzeit 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von Raumplanern bis Architekten, eine Bandbreite, um eben räumliche Planungsprozesse zu begleiten. Unsere Schwerpunkte liegen einerseits im Thema Stadtentwicklung und Städtebau und das, was die Bürgermeisterin gesagt hat, hier auch sowohl von der großen Frage, wo wollen wir mit der Region und Stadt eigentlich hin, bis runter zur Marktplatzgestaltung, wie kann das eigentlich konkret aussehen, decken wir hier eine große Bandbreite ab. Wir kümmern uns aber auch um die Frage der Wohnungs- und Immobilienmarktentwicklung und haben hier auch ein Wissen davon, was ist eigentlich möglich, was muss passieren, damit Entwicklungen auch entstehen und wie hat man auch Märkte zu interpretieren, um auch in der Stadtentwicklung richtige Stellschrauben zu drehen. Das Thema Demografie und Folgekosten wird uns hier begegnen. Unsere Aufgabe ist es auch, die Fakten so zu analysieren, dass wir auch über eine Bevölkerungsvorausberechnung Optionen diskutieren können. Was passiert eigentlich, wenn wir einen Weg der Siedlungsentwicklung und Siedlungserweiterung gehen, welche Auswirkungen das eigentlich gerade bei den vielen Ortsteilen, die wir in Meerbusch eben auch haben, im Gesamtüberblick eine ganz wichtige Information. Und der dritte Baustein, Beteiligungswissenstransfer, dort fassen wir diesen Arbeitsfeld zusammen, wir arbeiten für Bund und Land in Forschungsprojekten. Uns ist dabei wichtig, diesen Wissenstransfer zur Praxis zu bringen, aber auch in Beteiligungsprozesse mit Ihnen, also mit Bürgerinnen und Bürgern, ist es uns ganz wichtig, hier in einen Dialog einzutauchen und auch hier Wissen und Informationen auszutauschen. Wir bringen Erfahrung mit, das ist nicht unser erstes Stadtentwicklungskonzept, wir machen das nicht überall gleich, das ist uns ganz wichtig, sondern zwar hier ein Austausch darüber, was ist eigentlich das Ziel der Stadt Meerbusch, wo möchte man hingehen, was soll auf jeden Fall nicht passieren. Und da haben wir einen Prozess angeboten und vorgeschlagen, den ich Ihnen jetzt auf den nächsten Folien zeigen möchte. Zunächst einmal, was ist Stadtentwicklung? Was ist auch unsere Aufgabe? Sofort einzusteigen in unsere Ideen und unsere Vorschläge wäre ein völlig falscher Weg. Denn selbst schon bei der Frage, wo stehen wir eigentlich, gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Vorstellungen und auch unterschiedliche Einschätzungen. Und hier erstmal zu fragen, was sagen uns eigentlich wirklich die Zahlen und Fakten und was sind wir eigentlich in Meerbusch, ist der ganz erste Schritt.
Das Zweite, wo auch unsere Hauptaufgabe drin steht, ist auch herauszufiltern, was kommt eigentlich auf die Stadt Mährisch zu, wenn wir über die nächsten 20, 30 Jahre reden. Was wissen wir eigentlich? Demografische Prozesse sind relativ stabil und überschaubar. Was wissen wir eigentlich? Was sind aber auch Dinge, die wir noch nicht genau erkennen können, wo keiner erzählen muss, dass es schon eine Lösung gibt? Eine Aufgabe. Und es gibt immer auch Megatrends, mit denen sich eine Stadt, egal wo sie es auseinandersetzen muss, Thema Klimaschutz, Thema Energieeinsparung, aber auch die Frage des Flächenverbrauchs sind einfach große Fragen, die sich unserer Gesellschaft hier in Deutschland stellen. Und die Hauptaufgabe, mit der wir auf diesen Prozess gehen wollen, ist eben die Frage, wo wollen wir denn eigentlich hin? Denn wenn Sie mal in die Wikimap reinschauen, Sie haben ganz, ganz viele kleine Inhalte und ganz, ganz viele Anregungen. Und man kann auch an ganz vielen Punkten sehen, dass es nicht die eine Meinung gibt. Es gibt auch schon kontroverse Diskussionen. Und wir können das als Planer und Gutachter eigentlich nur beantworten, wenn man auch sich die Frage stellt, wo ist eigentlich die große Richtung, wo wir hin möchten. Und dann komme ich dahin, dass die Frau Bürgermeisterin sagte, was müssen wir eigentlich dafür tun. Und das ist der Prozess, den wir abbilden. Und dabei geht es nicht nur um Fakten und Sachlagen, sondern der Raum zeigt es, wir haben ganz, ganz viele Akteure in der Stadtentwicklung und auch die machen entweder Politik, machen einen Flächenverbrauch und haben auch ganz unterschiedliche Anforderungen an Stadt. Und hier möchte ich mal kurz innehalten, weil ich möchte auch gerne mal wissen, wer hier eigentlich heute da ist und werde mal zwei, drei Fragen stellen und bitte Sie einmal kurz aufzustehen, damit wir so einen kleinen Überblick bekommen von unserer Seite, weil ich denke, viele Vertreter von der Stadt kennen Sie alle schon. Für uns sind viele Gesichter neu. Eine Frage, wer ist hier als politische Mandatsträgerin und Mandatsträger da? Also derzeit aktiv in der Politik. Okay, ich werde jetzt nicht die Fraktionen durchgehen. Das heißt, Dankeschön. Sie dürfen auch mehrmals aufstehen, wenn ich weiter frage. Wer ist denn hier von der Stadt Mährisch in Funktion als Verwaltungsmitarbeiter oder Verwaltungsmitarbeiterin? Bitte auch einmal aufstehen. Okay. Alle anderen? Das sind nachher Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Fragen. Auch hier werde ich die Fachbereiche nicht durchgehen, sondern wir werden gleich an Stellen hinzuordnen. Wer ist denn hier als Vertreter eines Vereins, Vertreterin, Vertreter eines Vereins, einer Interessengruppe oder einer Institution wie Naturschutzbund und andere? Vielleicht einmal Handzeichen, genau. Okay. Sie sind schon mehrmals aufgestanden? Zweimal? Okay, auch super. Und wer ist hier als einfache Bürgerin und Bürger und möchte mal wissen, was hier passiert mit seinem Meinungskundtun? Und eine letzte Frage. Wer hat denn seit Geburt, Mährisch im Blut, oder wie sagt man das? Wer ist denn wirklich gebürtige, gebürtiger Mährischer? Okay. Das ist mein Interesse, das heißt, man sieht auch, wie viel zuzählt. Vielleicht nochmal die Motivation zurückfahren, die Karten zählen nicht doppelt oder sowas, und das heißt einfach nur